Bisher wussten wir ja immer, auf welcher Höhe wir stehen und auf welcher Höhe unser Geschoss landen wird, wenn wir es denn abgeschossen haben. Viel wahrscheinlicher ist natürlich, dass wir uns eher in so einer Situation hier befinden. Und zwar stehen wir hier am Fuß von einem Berg oder von einem Hügel. Und dieser Berg hat ein Gefälle von 30 Grad. Und wenn du jetzt dein Geschoss abschießt mit zum Beispiel 10 Metern pro Sekunde und einem Winkel von 15 Grad, dann muss da ja auch logischerweise dein Geschoss irgendwann hier oben landen. Also wenn ich mal die Parabel dazu zeichne, die Wurfparabel, die sieht ja vielleicht dann ungefähr, na, zu weit nach oben soll sie nicht gehen. Dann sieht hier vielleicht ungefähr so aus. Das heißt, du landest hier oben irgendwo. Und es muss ja irgendwie berechenbar sein, wie weit du von hier nach hier laufen müsstest, um genau da anzukommen, wo dein Geschoss gelandet ist. Und genau das wollen wir jetzt diesmal in diesem Video machen. Ich gebe zu, diesmal, das wird auf jeden Fall ein bisschen kniffliger. Deswegen gehe ich auch ein bisschen schneller durch die grundlegenden Sachen durch, die wir in den vorherigen Videos schon recht ausführlich besprochen hatten. Das heißt, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, guck dir am besten nochmal fix die vorherigen Videos an. Da wirst du dann wahrscheinlich die meisten Erklärungen auch finden. Also führen wir uns doch erstmal vor Augen, was wir wissen wollen. Wir wollen also einen Ortsvektor ausrechnen, und zwar den hier oben. Und wie bei allen Vektoren können wir die Ortsvektoren oder können wir Vektoren generell zerlegen in die Y-Komponente. Also in die Vertikale, nehmen wir mal die hier, SY, und in die horizontale Komponente. Das wäre dann die hier unten. Also die hier. Das wäre dann, na, das sieht nicht so gut aus. Muss man ein bisschen anschaulich halten. So. Das wäre also dann die X-Komponente. Und ich hätte die natürlich jetzt hier überall hinzeichnen können, also auch hier zum Beispiel, aber wir wollen ja, dass die Spitze wirklich hier oben endet, wo unser Geschoss auch endet. Und dann können wir uns ja schon mal fragen, ob wir SX und SY nicht irgendwie berechnen können. Und ich behaupte, das kriegen wir auch ziemlich gut hin. SY. Wir haben uns ja schon eine Formel hergeleitet. SY. Mit der wir den Weg generell immer berechnen können, in Abhängigkeit von der Zeit und der Anfangsgeschwindigkeit und der Beschleunigung. Und zwar sah die ja folgendermaßen aus. Das war ja einmal die Anfangsgeschwindigkeit. Ich mache mal jetzt VY hin, weil wir behandeln ja jetzt nur die Y-Richtung. Also alles, was ich jetzt hier hinschreibe, gilt nur, alle Vektoren gelten nur für die Y-Komponenten jeweils. Mal der verstrichenen Zeit plus 1/2 mal die Beschleunigung in Y-Richtung. Mal Delta T zum Quadrat, also die verstrichene Zeit zum Quadrat. Und hinten dran haben wir mal noch drauf gerechnet, wie weit wir uns am Anfang schon bewegt haben. Ich schreibe es mal jetzt mit hier mit hin. Wir fangen natürlich hier diesmal direkt beim Nullpunkt an. Das heißt, unser SA in, ja, ich lasse mal SA stehen, unser SA sowohl in die Y-Richtung als auch in die X-Richtung ist immer gleich groß, immer 0. Und dann können wir noch gucken, wie das für die X-Richtung aussieht, also für die horizontale. SX, da haben wir dann natürlich die Anfangsgeschwindigkeit in horizontale Richtung. Ebenfalls natürlich mal die verstrichene Zeit. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt hier 1/2 mal AX, würden wir jetzt schreiben, wie groß ist denn unsere Beschleunigung in die X-Richtung? Wir gehen ja davon aus, dass wir keinen Luftwiderstand haben. Das heißt, die Beschleunigung in X-Richtung ist ja 0. Und damit wird ja der ganze Ausdruck hier 0, weil wenn bei einem Produkt ein Bestandteil 0 ist, dann wird das ganze Produkt ja 0. Und hinten dran, ich schreibe es auch nochmal einmal nur zur Übersichtlichkeit oder nur damit wir es halt nicht vergessen, SA in X-Richtung, würden wir auch noch darauf rechnen, ist in dem Fall auch wieder 0. Also ich streiche sie mal gleich weg, aber nur damit wir sie nicht vergessen, weil die halt gern vergessen werden. Wir fangen ja genau hier an und das ist ja genau der Nullpunkt sozusagen. So, das wissen wir jetzt also schon. Jetzt müssen wir uns natürlich mal fragen, was davon kennen wir schon und was davon können wir vielleicht sogar noch rauskriegen. Also wir wissen ja schon, dass T ist unbekannt und VY und VX sind unbekannt und natürlich jeweils SY und SX auch, weil die wollen wir natürlich haben. Also müssen wir gucken, ob wir an die hier irgendwie rankommen. Und VY und VX sind ja nur die beiden X- und Y-Komponenten von dem Vektor hier oben. Das heißt, wir könnten ja auch sagen, dass VY, oder wir können VY ja auch berechnen, den Betrag davon, ist ja die Hypotenuse, also 10 Meter pro Sekunde, ich schreibe mal die Einheiten mit hin, 10 Meter pro Sekunde mal dem Sinus von 15 Grad. Sinus
von 5, oh, entschuldige, natürlich nicht von 15 Grad. Das ist natürlich auch noch ein Fehler, den man schnell macht. Und zwar von 45 Grad, weil wir müssen ja den Winkel, den kompletten Winkel hier bis nach ganz unten nehmen, immer bis zur horizontalen. Den müssen wir ja messen. Und das sind dann natürlich 15 Grad plus 30 Grad. Das sind dann 45 Grad. Und in die X-Richtung sieht das natürlich ähnlich aus. Das sind dann auch wieder 10 Meter pro Sekunde, also die Hypotenuse. Und da wir uns diesmal mit der Ankatheter beschäftigen, ist das ja dann der Kosinus von 45 Grad. Wenn dir das jetzt zu schnell ging hier, wie gesagt, in den vorherigen Videos haben wir das ziemlich ausführlich behandelt. Der Sinus von 45 Grad und auch der Kosinus von 45 Grad ist genauso groß wie Wurzel 2 halbe. Deswegen ist 45 Grad nämlich auch sozusagen der optimale Winkel, weil der Kosinus und Sinus von 45 Grad gleich groß sind. Damit wird das nämlich alles ein bisschen vereinfacht. Und in die Y-Komponente bewegen wir uns mit einer Geschwindigkeit von 5 mal Wurzel 2 Meter pro Sekunde. Und in die X-Richtung bewegen wir uns auch mit einer Geschwindigkeit von 5 mal Wurzel 2 Meter pro Sekunde. Deswegen der optimale Winkel sozusagen oder der erstrebenswerte Winkel, könnte man auch sagen. Okay, also haben wir die beiden hier schon gelöst. Die beiden kennen wir jetzt. Das heißt, wir haben jetzt in jeder Formel noch genau, also wir haben in der Formel zwei Unbekannte und in der Formel zwei Unbekannte. Das heißt, die Algebra besagt ja, wenn wir zwei Formeln haben mit genau zwei Unbekannten und die Unbekannten sind jeweils immer gleich, dann können wir ja eine Formel umstellen und können nach irgendeiner anderen Unbekannten, also nach einer der beiden Unbekannten und setzen die einfach in die andere ein. Das heißt, ich würde ja mal vorschlagen, wir nehmen immer die leichtere zum Umstellen, also würde ich jetzt die hier vorschlagen. Und wenn wir das nach Delta T umstellen, dann kommt da heraus, Delta T ist gleich Sx, also der Weg, den wir zurücklegen müssen in x-Richtung, geteilt durch die Geschwindigkeit in x-Richtung. Und die haben wir gerade ausgerechnet, das sind 5 mal Wurzel 2 Meter pro Sekunde. Jetzt müssen wir noch rauskriegen, also es würde uns ja nichts nützen, wenn wir das jetzt hier oben hier einsetzen, weil dann hätten wir ja wieder zwei Unbekannte. Also einmal SY und SX würde dann ja hier drin stehen und hier sogar zum Quadrat drin stehen. Das würde uns also nichts nützen. Und jetzt kommt der Knackpunkt an der ganzen Aufgabe eigentlich. Wir müssen uns fragen, in welchem Verhältnis stehen denn diese beiden Seiten zueinander? Das heißt, wenn ich hier irgendeinen Punkt haben möchte auf dieser Ebene und ich gehe eine Einheit, zum Beispiel einen Meter oder einen Zentimeter oder einen Kilometer, auf der horizontalen Achse nach rechts. Wie viele muss ich denn nach oben gehen in der gleichen Einheit, um genau zu diesem Punkt zu kommen? Das heißt, wir brauchen das Verhältnis zwischen SY und SX. Und SX. Du hättest jetzt natürlich auch das Verhältnis von SX zu SY nehmen können, aber das wäre ein bisschen komplizierter geworden, deswegen nehmen wir lieber das, was wir kennen. Weil ich behaupte mal, dass wir das Verhältnis hiervon kennen wir, von SY zu SX. Das ist doch, wenn ich mir den Winkel hier angucke von 30 Grad, welche der trigonometrischen Funktionen behandelt denn die Gegenkathete und die Ankathete? Also vielleicht, wenn es dir hilft, ich schreibe dir nochmal den englischen Hilfssatz hin. So, ka, toa. Sinus ist opposite, also gegenüberliegende Seite durch Hypotenuse. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Und Tangens ist opposite, also wieder gegenüberliegende Seite durch Ankathete. Und wir haben, welche beiden Seiten haben wir? Wir haben die Hypotenuse, haben wir nicht. Also alles, was ein H hat, können wir schon mal rauswerfen. Also das hier kann es nicht sein und das kann es auch nicht sein. Also bleibt nur noch der Tangens über. Und der Tangens ist die gegenüberliegende Seite durch die anliegende Seite. Und genau das haben wir uns ja auch so rum da extra hingeschrieben. Also das ist das gleiche wie der Tangens von 30 Grad. So, du könntest dir natürlich den Tangens von 30 Grad jetzt ausrechnen und würdest da irgendeine irrationale Zahl wahrscheinlich bei rauskriegen, aber das würde uns nicht allzu viel helfen, würde ich behaupten. Weil wenn du ein Verhältnis von zwei Seiten beschreiben willst, ist es oft hilfreicher, wenn du auf beiden Seiten jeweils einen Bruch stehen hast. Das heißt, wir gucken einfach mal, kurzer Rückblick auf die Trigonometrie, was denn Tangens von 30 Grad ist. Der Tangens von 30 Grad oder der Tangens generell von jedem Winkel lässt sich ja immer aufteilen in den Sinus von 30 Grad oder in den Sinus des Winkels durch den Kosinus des Winkels, also bei uns 30 Grad. Es hilft uns deswegen, weil 30 Grad, das ist ja einer der Winkel, von denen wir uns versuchen, die beiden Funktionen Sinus und Kosinus zu merken, weil die recht simpel sind und oft gebraucht werden. Sinus von 30 Grad ist ein halb, Kosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 halbe. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir es ausrechnen würden, ein halb. Und wenn wir durch einen Bruch teilen, können wir stattdessen ja auch mal das Reziprok
rechnen. Also rechnen wir einfach mal das Reziprok mal 2 durch Wurzel 3 und dann kürzen sich die 2 hier raus und uns bleibt noch 1 durch Wurzel 3 über. Also ist der Tangens von 30 Grad genau 1 durch Wurzel 3. Also der Tangens von 30 Grad ist genauso groß wie 1 durch Wurzel 3 und damit ist 1 durch Wurzel 3 auch genauso groß wie SY durch SX. Also in dem Verhältnis stehen die beide zueinander. Wenn wir jetzt, wir wollen ja SX irgendwie in Abhängigkeit von SY ausdrücken, das heißt, wir wollen SX auf einer der beiden Seiten in dieser Gleichung haben. Also würde ich vorschlagen, wir rechnen einmal mal SX, also das hier streiche ich mal durch, das brauchen wir nicht mehr. Wir gucken uns nur noch die beiden Seiten an. Wir rechnen einmal mal SX und einmal mal Wurzel 3. Dann bleibt hier noch übrig. SX ist gleich. Jetzt haben wir Wurzel 3 nach hier drüben gezogen, also würde das ja hier vorne stehen. Also haben wir Wurzel 3 mal SY. Mal SY. Das heißt, immer wenn du auf der Y, also auf der vertikalen Seite, also hier, eine Einheit nach oben gehst, gehst du dann mit Wurzel 3 Einheiten nach rechts auf der X-Achse. Also Wurzel 3 ist, ich glaube, geschätzt 1,4 ungefähr. Also immer wenn du hier einen Meter hoch gehst, müsstest du dafür einen Meter nach rechts gehen und würdest dann genau auf den Punkt ankommen, auf dem du hier oben sein würdest, auf dieser Ebene. Und das ist natürlich ziemlich praktisch, weil das ist ja genau das, was wir hier drüben brauchen. Also, wir können ja nochmal das vereinfacht hinschreiben. SX ist also genauso groß wie die dritte Wurzel mal SY. Die dritte Wurzel mal SY. Und das Ganze natürlich immer noch geteilt durch 5 Wurzel 2 Meter pro Sekunde. So, und das Ganze, also wir haben jetzt zwei Formeln uns hergeleitet oder uns zwei Dinge angeschaut, die halt essentiell waren für das Lösen der Aufgabe. Es war einmal das Verhältnis der beiden Seiten zueinander und wir mussten die Zeit ausdrücken in Abhängigkeit von einem, also von nur einem Wert und in dem Fall SY und den hier unten, den konnten wir berechnen. Also können wir jetzt das Ganze hier, was wir für Delta T rausgekriegt haben, hier oben einsetzen, also einmal hier einsetzen und einmal hier einsetzen und haben dann ja nur noch eine Unbekannte da drin und das ist halt dann SY. Und das machen wir mal. Jetzt ist die Aufgabe also schon so weit runtergebrochen, dass wir nur noch aufpassen müssen, dass wir beim Zahlen einsetzen und wegkürzen und ausrechnen, dass wir eigentlich da keinen Fehler machen. Also wir wissen, wir fangen hier an. Wir wissen, dass SY genauso groß ist wie VY. VY, ich zeige es dir nochmal, hatten wir auch schon berechnet, hier oben, war ja genauso groß wie VX, also Wurzel 2 mal 5. Und für die Zeit hier oben, wollen wir das ganze Zeug hier drüben jetzt einsetzen. Also, Wurzel 3 mal SY geteilt durch 5 mal Wurzel 2. Ich lasse mal die Einheiten weg, sonst haben wir, glaube ich, nicht genug Platz hier nachher. Und weiter geht's. Hier oben steht noch, ich gehe wieder ein Stück nach oben. Was haben wir noch? Plus 1/2 mal AY. 1/2 mal AY. AY ist ja die Fallbeschleunigung. Das ist ja die einzige Beschleunigung, die auf uns wirkt, wenn wir uns nur vertikal bewegen, also von oben nach unten oder von unten nach oben. Dann ist ja nur die Fallbeschleunigung, die uns entweder abbremst oder beschleunigt, je nachdem, in welche Richtung wir uns gerade bewegen. Und die ist ja minus 9,8. Also können wir 1/2 mal minus 9,8 rechnen, haben wir minus 4,9. Und dann nochmal Delta T zum Quadrat. Also der ganze Kram hier, den wollen wir nochmal quadrieren. Das heißt, wir müssen jedes einzelne Bestandteil davon quadrieren. Das heißt, wir haben Wurzel 3 zum Quadrat ist 3. Was ist SY zum Quadrat? Naja, das ist simpel, das ist einfach nur SY zum Quadrat. Wir müssen nicht wissen, können wir es ja nicht anders hinschreiben. 5 zum Quadrat ist 25. Wurzel 2 zum Quadrat ist 2. Also 25 mal 2 ist 50. So, dann können wir noch was machen. Wir können das gleich alles noch ein bisschen ausrechnen erstmal und wir können auf jeden Fall noch ein Minus SY rechnen. Minus SY. Damit wir hier hinten schon mal eine 0 stehen haben. Das sieht schon mal gut aus. So, was können wir noch machen? 5 mal Wurzel 2. 5 mal Wurzel 2. Das geht weg. Hier haben wir noch, also bleibt, wir können es ja schon mal hinschreiben. Also bleibt hier noch übrig. Wurzel 3 mal SY. Und wir haben ja auf der Seite stehen 3 mal, also Wurzel 3 mal SY minus SY. Also minus 1 SY können wir ja auch schreiben. Minus 1 mal SY. Das heißt,
Ich mache das mal weg, sonst das verwirrt, glaube ich, nur. Wir können auch hier einfach hinschreiben, Wurzel 3 minus 1 und das mal SY. Ich habe also einfach nur SY aus dem Term hier und aus dem ausgeklammert. Wenn ich das jetzt wieder ausmultiplizieren würde, würde ich ja auf genau das gleiche kommen. Dann würde ich hier stehen haben, Wurzel 3 mal SY und minus 1 mal SY. Genau das haben wir auch nur gemacht. Und hier rechts haben wir noch, das können wir im Kopf nicht rechnen, also ich zumindest nicht. Also holen wir uns den Taschenrechner zur Hilfe. Minus 4,9 mal 3 durch 50. Durch 50 ist minus 0,294. Ist minus 0,294. Und ein SY Quadrat haben wir hier immer noch übrig. SY zum Quadrat. So, jetzt können wir einfach ein SY ausklammern. Dann sparen wir uns nämlich die ganze PQ-Formel, weil es ist ja an sich eine quadratische Gleichung. Aber wenn wir einfach nur SY ausklammern, dann bleibt noch übrig Wurzel 3 minus 1. Das können wir eigentlich auch noch ausrechnen. Wurzel 3, die Quadratwurzel minus 1 ist 0,732. 0,732. Und hier hinten bleibt noch übrig, wenn ich ein SY rausnehme, dann habe ich noch minus 0,294 und ein SY bleibt hier noch übrig. SY. So, das heißt, entweder muss der Term jetzt hier 0 sein, der muss 0 sein. Und das macht ja eigentlich wenig Sinn, wenn wir mal gucken. Wenn SY 0 ist, dann sind wir genau an dem Punkt hier unten, also in unserem Koordinatenursprung sozusagen. Das heißt, das ist offensichtlich nicht der Wert, den wir haben wollen. Also muss der ganze Kram hier ja 0 werden. Also setzen wir es einfach nochmal 0. 0 ist gleich 0,732. Und wir befinden uns, wie du vielleicht schon gesehen hast, wir befinden uns schon auf der Zielgeraden. 0,294 mal SY. So, und das kriegen wir natürlich schnell umgestellt. Rechnen wir einfach plus das SY hier. Haben wir also hier drüben 0,294 SY stehen. Und auf der rechten Seite 0,732. Jetzt teilen wir noch durch das hier, durch 0,294 und erhalten unser SY. Gucken wir doch mal. Also, wir haben 0,732 geteilt durch 0,294 ist gleich 2,4, runden wir mal auf die zweite Stelle, 2,49. 2,49 Meter. Und damit sind wir schon so gut wie fertig. Weil wir wissen ja schon, ich glaube, das ja, müsste auch so alles drauf sein. Wir wissen ja schon, wie das Verhältnis von Sx zu Sy ist. Das heißt, wenn wir Sy haben, können wir auch Sx gleich ausrechnen. Also wir wissen ja, dass Sx genauso groß ist wie Wurzel 3 mal Sy. Also Wurzel 3 mal 2,49 Meter. Und damit erhalten wir Trommelwirbel. 2,49 mal die Quadratwurzel aus 2 ist gleich 4,31. 4,31 Meter. Ja, und damit haben wir die Aufgabe eigentlich schon gelöst. Den Rest überlasse ich dir. Du weißt also jetzt, wie groß diese Seite hier ist. Und du weißt auch, wie groß diese Seite hier ist. Das heißt, mit dem Satz des Pythagoras kommst du auch darauf, wie weit der Weg ist von deinem Punkt, wo du das Geschoss losgeworfen hast, bis zu dem Punkt, an dem es landen wird. Viel Erfolg!